So, welchen von euch beiden reiße ich denn ab? Ich reiß dich ab. Tschüss, Fischer. Kleiner Fischer, Junge. Und bau hier noch eine Straße. So die krass Straße. Kann doch keine Flagge hier nirgendwo hinsetzen, nicht. Geht nicht nirgendwo hin, ne? Nicht, ne? So, haben wir die Fische ein bisschen ausgedünnt. Und die Fischproduktion ist auf einem nie gekannten Höchstniveau. Wann bin ich brillant? Ich kann mich an Details erinnern, die in meiner Kindheit passiert sind. Ich bin voll Interie, voll schlauer, ey. Jetzt gehört die Wüste zum Teil schon mir. Ich hab Tierköpfe, Tierschädel und tote Tierkadaver. Yeah, warum können wir das nicht in die Mine transportieren? So, und jetzt ist es weg. Ha! Ein bisschen aufräumen hier wegen Müllbeseitigung. So. Das wandert jetzt alles in die Mine zu den Arbeitern. Die werden sich über die deftige Brotzeit freuen, Mensch. Schmeckt vielleicht wegen komisch, aber sonst ganz gut. Ah, die kann man nicht abreißen, verdammt. Ärgerlich. Ach, da ist ja noch ein Stein. Ist doch auch ein Stein! Ich sehe keinen mehr! Vor meinem Haus ist keiner mehr, also hier ist kein Stein mehr, ne? Apropos kein Stein mehr. Gibt es denn noch irgendwo Stein? Naja, da oben noch. Gut, ich denke jetzt mal nicht, dass man es braucht. Nein, dieses braune Geklümpe kann man nicht abreißen. Abbauen. Hier gibt es noch so. Naja. So, naja, ne? Naja, gibt's da. Ich habe im Moment gedacht, da greift einer an, aber der läuft ja auf der Straße. Schön auf der Straße bleiben! Lernt man schon im kleinen Kindesalter, ne? Immer schön auf der Straße laufen! Dauert noch ein bisschen, bis ich hier einen neuen Gefreiten bekomme. Ich könnte den Weg für den neuen Gefreiten mal verkürzen. Das klingt nicht gut. Oh, fuck! Ich muss pissen übrigens, ne? Ach ja, ich weiß schon wieder nicht mehr, wo ich zuletzt gespeichert habe. So eine schöne Sache, das. Ist da Gold drin? Ein Barren. Und tschüss. Und ein Leutnant ist tot. Schön ist ja auch immer, dass wir reingehen. Was? Noch einer? Mensch! Ich bearbeite mich hier noch! Muss mal 3 Monate Urlaub machen! Und tschüss! Mensch, das war erstmal Urlaub! Ach! Weiß, da kommt noch einer! Verpiss dich! Box dich um! Ach. Ich trete ja voll ins Gesicht! Mit meiner Faust! Ich habe 3 Leutnants? Cool. Geile Scheiße, Baby! Sind die zufällig da drin? Ja, da haben wir schon mal einen, ne? Da haben wir ihn. Wo haben wir da mal noch ihn, ne? Haben wir schon mal Sven, ne? Und der dritte hockt wahrscheinlich immer noch in der Hütte. Hier bleibe ich für immer und ewig! Und der Gefreite kommt raus. Sehe ich da unten den Hauptmann aufmarschieren? Und tschüss. Ja, es ist auch eine sehr gute Idee, einen Gefreiten draus zu schicken. Vor allem, wenn da Offiziere drin sind. Weil, warum auch nicht, ne? Soll der scheiß Glatzkopf auch mal was machen? Ja, ich weiß, es ist kein Glatzkopf, aber für mich sieht das ein wenig so aus jetzt. Es soll einen Helm darstellen, aber irgendwie... Wenn das auf einen 27-Zoll-Bildschirm hochskaliert, dann... Auch mit Schärfefilter sieht das dann nicht mehr ganz so hundertprozentig scharf aus. Oh, das verliere ich, glaube ich. Obwohl, könnte ich noch gewinnen? Gewinne ich.
Wenn du jetzt so den Hauptmann platt machst, dann kommst du nackte Frauen! Komm schon, denk an nackte Frauen! Nackte Frauen! Oh, Scheiße! Verdammt! Yeah, nackte Frauen! Geil! Dem gleich mal losgehen, ey! Yeah, Party! Ich hab den Hauptmann wieder geknüpft. Boah, fick dich, wie viele Leute hast da rumlaufen? Und da ist dann alles dicht, das kenne ich irgendwo her. Das hatte ich auch mal das Problem. Dreh mal hier auf 2 Stunden zurück. Yeah, geht voll abwärts. Oh, meins geht voll aufwärts. Yeah, und ich muss aufs Klo. Aber ich sicher vorher mal, für den Fall ist was Unvorhergesehenes passiert. Wir werden angegriffen, schon wieder. Er hat noch mehr Hauptmänner. Ein ganzes Schloss voll. Gut, dass man das Schloss nicht einnehmen muss. Ich glaube nämlich, dass es wirklich so ist inzwischen. So, ihr könnt ja wegen dem Röhren meines Rechners oder so zuhören, wenn man das hört. Ich gehe jetzt mal aufs Klo. Ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn man die Kopfhörer nicht auf hat und nichts redet, na, dann hört man den schon deutlich besser. Och nö! 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 Tu das nö, dass die da angreifen mit dem Hauptmann. Schön nur kaputt. Hauptmännern vor allem auch noch. Ich glaube, es hackt. Es hackt! Doch gar Holzfäller, Mensch! Beil! Ich hab ein Beil! Ja. Passt so ganz toll überhaupt nicht. Also wenn er den platt macht, bin ich... Er macht mir platt. Mein Gefreiter gewinnt gegen den Hauptmann. Hey, das Fragezeichen. Fällt mir gerade so auf. Hat die Form eines Fragezeichens. Na, komm! Stopp, Hauptmännerchen aufs Maul hauen kann! Schick sie alle rüber! Wehe, du machst es jetzt. Tja, jetzt gehen dir die Hauptmänner aus, was? Tja! Dann kann ich ja bald mit meinen nicht existenten Hauptmännern voll zurückschlagen! Apropos, nein, da ist noch kein Freiter drin. Auch ein Gefreiten, verdammt! Ja, ich bin hier! Gefreiter meldet sich doch den Dienst an. Ich kann auch keine Wege gerade abreißen. So irgendwas machen könnte, ist den Feind schädigt. Kann ich seine Hütten überverbrennen? Die Zivilbevölkerung niederschlachten, sie vergiften. Keine Ahnung, seine Frauen schänden. Die toten kleinen Kinder schänden. Ich muss die Wüste erobern. Die Wüste ist der entscheidende Kriegspunkt. Kriegsentscheidend ist die Wüste. Sag mal, ob ich noch mehr erobert? Nö. Habe ich mich verrechnet? 75? 36? Nö, 111. Habe ich immer noch nicht genug Soldaten? Wie viel habe ich denn? 103? 50? 100? 103. Mir fehlen wirklich auch Soldaten. Ich kann immer noch nicht angreifen, weil da schon wieder 2 Milliarden Soldaten durch die Gegend laufen. Das ist doch voll scheiße. So, ich kann sowieso nicht angreifen, weil da ein Gefreiter drin fehlt.
Wo, was? Wieso war ich darüber nicht informiert, dass hier ein Krieg geführt wird? Ich meine, das sollte ich doch mal wissen, oder? Dass ich angegriffen wäre. Egal, ich gewinne. Aber ich habe einen Gefreiten verloren. Beziehungsweise ich brauche gar keine 111, weil das sind ja teilweise... Und da oben, das sind ja zwei weniger, da brauche ich nur noch... Drei weniger, brauche ich nur noch 108. Aha, ich brauche nur noch 108. Gibt 8, ich brauche 108. Und da sind auch nur 2 drin, warum auch immer. 108. Mhm. Jetzt habe ich 105, das heißt, es fehlen noch 3 Soldaten. Kennt ihr das? Ihr lauft den Weg lang mit dem Stahlträger in der, auf eurem Arm. Oder auf eurer Schulter, besser gesagt, einen Arm drum. Und die Leute gucken euch alle komisch an, warum ihr da einen Stahlträger rumtragt. Und ihr sagt, na, den trage ich in die Schmiede, Mensch. Und alle gucken es euch dummlich an und wissen nicht, wovon ihr redet. Kennt ihr das? Also ich kenne das. Ich laufe öfters mal mit meinem Stahlträger spazieren. Einfach so, nämlich einfach auf die Schulter und lauf los. Funktioniert wunderbar. Wunderbar. Soll ich den Offizier nochmal angreifen? Ach komm. Einmal geht's keinmal. Glatzkopf, marschier los, komm schon. Hauptsache er hat einen blauen Umhang um. Das ist alles. Ich bin ein Zauberer, ich habe einen Umhang. Guck mal, was ich Tolles machen kann. Wo immer der Weg überhaupt gebaut hat, ist total nutzlos gewesen. So, auch mal wegen aufräumen. Bisschen sauber machen, ne? Oh, die Fischproduktion ist wieder abgesunken. Verdammt, nein! Und den verliere ich, sehe ich jetzt schon. Ja, tschüss. Hätte ja sein können. Menno, ich hab da noch einen. Okay, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich wieder angegriffen. Aber es sind ja bloß niedrigrängige, von daher, die kann ich ja verheizen. Bis zum geht nicht mehr. Also wie Gold. Ist doch rassistisch, mehr Gold als ich zu haben. Wie viel Gold habe ich denn überhaupt? 128 Dreierbarrenbündel. Dreierbarrenbündel, mhm. Ich darf der bärtige Mann mal zeigen, was er kann. Und der geht auch drauf. Ja, und tschüss, bärtiger Mann. Ich könnte noch einen losschicken. Ich könnte noch zwei losschicken, die nah dran sind. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt lieber mal. Obwohl, komm. Das ist einmal... Der da oben und der. Okay. Okay, alles in Ordnung. Alles im rot-roten Bereich. Ihr fischt jetzt an nichts mehr, oder wie? Oder habe ich dann den falschen Fischer abgerissen, wenn ich den abreißen soll und den stehen lassen sollen? Sieht aus, als würden sie eine grüne Zigarette angeln. Also mit einer glühenden Zigarette. Angle ich auch immer mit einer glühenden Zigarette. Jetzt wäre ich verschrecklich angegriffen, ja. Guckt mal, Leutnants. Er hat übrigens Leutnants. Wusstet ihr das schon? Ich hätte es mir auch schlecht vorstellen können. Und tschüss. Da war der Punkt zu dem Ausrufezeichen, dem Fragezeichen vom Hauptmann. Ach komm, bärtiger Mann. Ich bin nicht bärtig. Oh, Moment, doch. Ja, das sieht doch schon mal. Ich hasse dich. Es war so klar, dass das passiert, oder? Was zur Hölle? Nimm dir die ganzen Soldaten her. Zieh dich mir aus dem Arsch! Drin steckt auch noch ein Barsch. Ja. Das ist mal voll Scheiße.
Aber das gibt mir eine Gelegenheit, hier mal anzugreifen. Vielleicht schaffe ich es ja. Und tschüss. Da ist einmal drei Barren Gold drin. Die würde ich gern behalten, Kleiner. Nehme ich dann, dass du noch ein rechtzeitig ankommen. Ich glaube nicht, dass ich das Gebäude einnehmen kann. Verteidigst du da? Erfolgreich? Ja. Yep. Und tschüss. Bei der Gelegenheit sichere ich mal. Nicht, dass es abstürzt. Ich habe nicht vor, neu zu laden. Vertraut mir. Glaubt mir, was ich euch sage. Ihr werdet Frieden mit euch selbst finden. Und ganz glücklich sein, wenn ihr mir ganz viel Geld schickt. So vierstellige Beträge aufwärts. Mensch, noch mehr nackte Frauen für mich. Hey, komm Baby, komm zu Papa. Ja, doch, das könnte was, das könnte was werden. Ob es jetzt noch gewinnen ist, wird das eine andere Sache, aber darum geht's gerade nicht. Fischproduktion. Sie steigt wieder. Ah, und seine Macht sinkt, während mein unaufhaltsam ins Grenzenlose steigt, wo es keine Grenzen mehr für meine grenzenlose Grenzmacht, wie auch immer gibt. Das wäre schön, wenn das Ding einmal abfackeln würde. Das wäre echt der Leutnant. Warum spielen? Ah, das verliere ich schon mal. Nein, das gewinne ich. Geile Scheiße. Gewinne ich. Aha, scheiße. Egal, Karl. Ah, sie brennt. Ja, kein Gold mehr für ihn. Bis er eine neue gebaut hat. Was wahrscheinlich nur 2 Minuten dauert. Die KI cheatet, wisst ihr wissen, ne? Flagge setzen, Flocken. Bauen wir ein paar Flocke hier, was? Voll krass, Flagge und so. Flak, wir bauen da Flak hin. 88mm Flak, yeah. Soll er noch kommen, ey? Wir machen ihn voll weg mit seiner Infanterie. Volles Dreieck. Oh mein Gott, das ist Bermuda-Dreieck. Da verschwinden alle Soldaten, die durchlaufen. Ist da Gold drin? Ja, und da liegt nochmal Gold rum. Geil. Noch mehr Gold. Yeah. Wenn ich das jetzt richtig zusammenzähle, habe ich gerade noch 100. Das reicht nicht aus, um alles wieder zu bemannen. Ich zeig dir gleich mal, wie ich bemannt bin. Moment. Könnte man jetzt falsch verstehen. Es geht hier nämlich um 6, musst du wissen. Also 1 weniger als 7. Verdammt, ich brauche da noch einen zweiten drin. Ich will das doch da einnehmen. Was käme da raus jetzt? Gefreiter. Was reißt er da ab? Fischerhütte und irgendwas anderes? Oh, was reißt er da ab? Und wo ist der Weg hingekommen? Oder ach, das hat er eingenommen. Hey, die greifen sich mal gegenseitig an. Es ist doch mal. Ist das jetzt gut oder schlecht? Na ja, gut, er hat nicht viel Nützliches bekommen, also ist es schon mal gut, technisch gesehen. Vielleicht greift er das Schloss. Ach nein, Moment, das Schloss ist wahrscheinlich eher nicht, dass er das angreift. Aber schön zu sehen, dass sie sich mal gegenseitig die Köpfe einschlagen. Apropos Köpfe einschlagen, da habe ich doch einen lila Leutnant drin. Da habe ich überall 2 Feinde. Ärgerlich. Dann muss der lila Leutnant noch wegen warten. Was habe ich da drin? Scheiße. Wer kommt, wenn ich den da angreife? Wer kommt denn da raus? Schauen wir doch. Ah, der Unteroffizier. Sehr schön. Ich weiß zwar noch nicht genau, was mir die Hütte bringen würde, aber es wäre schön, wenn ich es einnehmen könnte.
Total professionell trinke ich mal wieder mitten im Let's Play. Machen alle guten Let's Player, deswegen bin ich auch so gut unter anderem. Ich meine, wer kennt's nicht von den ganz großen Let's Playern, die dauernd Alkohol trinken und Drogen schnupfen, werden sie Dingsbums nehmen auf, ne? Oh oh. Es könnte einen gewissen Interessenskonflikt zwischen diesen beiden Leuten geben. Und ein Grafikfehler! Voll der Scheiß-Emulator, ey! Macht nur Grafikfehler! Scheiß-Emulator! Natürlich liegt es am Emulator. Auf dem Originalspiel hatte ich das nicht. Apropos nicht. Wie sieht es denn oben mit Stein aus? Brauchst du den Stein dann noch ab? Oder wie sieht das aus? Nö, kein Bock! Verpiss dich! Sieht nämlich wirklich nicht so aus, als würde den abbauen. Ich könnte auch abreißen. Ich könnte ihn auch stehen lassen. Ich lasse ihn mal stehen. Oh nein! Er ist vorbeigelaufen. Ah, ein Unteroffizier, wie ärgerlich. Das könnte böse enden. Ich hatte auf einen Obergefreit bestenfalls gehofft. Ah, das sieht schlecht für mich aus. Na? Besteht noch die Möglichkeit? Jawohl. Ja, das hat's gebracht. So total überhaupt nicht, aber egal. Egal, Karl. Wir machen Eiter weiter. Da, 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 da. Es sind ein paar Flaggen überall hin. Da ist auch kein Gold drin. Ich könnte das theoretisch auch abreißen. Obwohl, das ist mir. Das ist so eine Eingangstür dahin zum Beispiel. Da käme wahrscheinlich der da draußen. Aber das ist jetzt verlockend. Das ist jetzt verlockend. Da kann ich nicht widerstehen. Das geht einfach nicht. Ja, da kommt er. Vielleicht vollbringt er ja Wunder. Oh mein Gott! Er geht über Wasser! Oh mein Gott! Er verwandelt Wasser in Wein! Oh mein Gott! Oh, jetzt ist er erschlagen worden. Tja, Pech gehabt. Das hat man davon, wenn man es übertreibt. Dann kann ich keinen Weg raufbauen. Aber hier kann ich einen Weg rüberbauen. Brillant! Ich könnte natürlich auch hier die Flagge. Was passiert denn hier die Flagge? Das geht nicht. Das ist okay. Für den Fall, dass ich hier nochmal ein großes Gebäude bauen will. Das halte ich zwar für eher unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie. So, bauen noch ein paar sinnlose Wege. Hier kann man keinen Weg. Yeah! Optimierung abgeschlossen. Effizienz um 17% gesunken. Geile Scheiße. Ist er schon da? Ist er schon da?